Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier im TS Classic. Wir sind mit der Krokodile unterwegs. Die tun wir jetzt mal schnell aufrüsten. Und wir fahren heute ein Szenario aus der Fahrzeit 33 von Simtrain. Das ist auch ein ganz besonderes Szenario, denn wir werden eine Parallelfahrt machen mit zwei weiteren Krokodilen. Ich sag euch, das wird super. Erster Step ist aber, zum nächsten Bahnhof erstmal zu kommen, da sauber anzuhalten und auf die andere Krokodil zu warten. Und dann die schöne Ausfahrt zu machen. Grundsätzlich, das Szenario wird ziemlich laut werden, vor allem wenn wir dann mit dem anderen Zug parallel da anfahren. Ich versuche das im Edit entsprechend nachzueditieren, dass euch da nicht das Trommelfell um die Ohren fliegt. Obwohl leider das Fahrmotorengeräusch bei der Krokodil eh schon super leise ist. Das ist halt leider ein bisschen mehr. Ich bin da eh schon auf der Suche nach einem Mod, der das irgendwie verbessert. Also wenn da jemand was hat, gerne schicken. Ich selber bin ich irgendwie zu doof, da die Files entsprechend anzupassen. Aber die braucht einfach ein bisschen mehr Wumms. Es müsste eigentlich so ähnlich sein wie mit der ÖBB 1180, also das ÖBB Krokodil. Da hat es einen richtig geilen Sound. Ich meine, das Modell hier von der Krokodil ist echt schön gemacht, super detailliert. Aber der Sound, genauso wie das Bremsgeräusch, gefühlt bei allem, was Simtrain da rausbringt, hat es dieses eklige Bremsgeräusch. Das ist furchtbar. Aber generell, ich finde die Sachen, was Simtrain macht, momentan nicht mehr so auf der Höhe der Zeit. Also das inkludiert zum Beispiel auch die C56 und die AE36. Ist vom Modell her schön, aber soundtechnisch eine Katastrophe. Okay, wir warten jetzt mal auf den anderen Zug. Der kommt hier auf dem anderen Gleis gleich mal an. Und dann geht's auch schon los. Und ich muss mich korrigieren, es ist nicht Fahrdienst 33, sondern 32. Um eins vertan. Und das sind wirklich nur Szenarien hier im Köpenzer Bergland. Und das erste Szenario, das spielen wir jetzt gerade, die Krokodile kommen. Dann Nostalgietag im Marienthal, da ist man bei der CE68 unterwegs. Eigentlich ist man das auch bis Fahrzeit 4, bis Szenario 4. Da ist man mit der grauen Maus unterwegs. Und die anderen sind auch wieder mit der Krokodil. Aber auch da von den Requirements ja gar nicht sehr viel. Also eigentlich nur die Strecke im Köpnitzer Bergland 3 Reloaded, die TE Graue Maus und der Krokodil. Und da kommt auch schon unser zweiter Zug. Mit den zwei grünen Krokodilen. Das wird so ein Fest. Ja, und leider ein bisschen schade, dass die Lichter ausgehen. Aber ist halt so bei diesem KI-Zug. Oh, diese Schönheiten. Und damit werden wir jetzt das Köpnitzer Bergland erobern. Also die Parallelfahrt, die ist schon geil. Brutal laut, aber cool. Jetzt müsste man das nur noch mal im Echt sehen. Ach, zum Beispiel auf der Gotthard-Strecke. Das wäre ein Highlight. Okay, Abfahrt steht dann unmittelbar bevor. Unser KI-Zug wird als erstes mal abfahren. Tja, und da fährt er auch schon ab. Aber den werden wir jetzt gleich mal einholen, weil der fährt nicht VMAX. Ich glaube, der fährt so irgendwas um die 40, 45 rum. Und dann holen wir den schnell ein und fahren parallel, beziehungsweise werden so... Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Gleis 3351. Die Abfahrt des Zuges 1234 nach Kolblitz um 16:05 Uhr, Uhr steht unmittelbar bevor. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Ja, ich glaube, das Gleis stimmt nicht ganz. Ist vermutlich hier in der Szenerie nicht richtig hinterlegt. Aber was soll's. Ich habe dann später für die Zugansagen, also die Ansagen, was hier im Zug passieren, noch eine kleine Besonderheit hinterlegt. Das wird witzig werden. So, da, Maximum Schmackes,
Wir müssen den anderen Zug hier einholen. Sonst wird da nichts aus der Parallelfahrt. Ja, neben den roten Pfeil schon eins der schönsten Loks, was der SBB so hat. Also, müsste ich eine Änderung machen, dann würde ich den Vorstufenschalter ein bisschen leiser machen oder für den Fahrmotor lauter. So, maximal 65 für unsere Lok hier. Schneller ist nicht. Ja, läuft doch ganz gut. Da wir aber nur keinen Scheiß bauen bei dieser schönen Fahrt. Eigentlich ist es totaler Zufall, dass ich auf das Fahrdienstpaket hier überhaupt gestoßen bin. Ich habe nämlich ein Foto gesehen, wo jemand eben diese Parallelfahrt macht mit der Krokodil und dann habe ich gesagt, Moment mal, wo war das her? Und dann habe ich gesehen, okay, ja, 73 macht das so Fahrdienste. Und dann habe ich mir das gerade mal geholt. So, da, jetzt sind wir gleich mal an der Spitze. Können wir dann ein bisschen einbremsen hier. Wollen hier ja nicht vorbeischießen. Nice, da wären wir. Und das ist das Special, was ich meinte. Schaut euch das an, wie geil es aussieht. Naja, wir müssen noch ein bisschen langsamer werden hier. Nice. Ja, und das, was ihr da gehört habt, das war der SBB-3-Klang. Kann man sich auf der Seite von SBB einfach so runterladen. Habe ich mir da gleich mal installiert. Im RB-Enhancer. Und da vorne ist auch schon unser Bahnhof. Nicht wundern, das ist der Bahnübergang, der hier so scheppert. Ja. Beim zweiten Segment sollen wir das noch ein bisschen besser machen. Dann fahren wir wirklich hier parallel. Ich habe es auch im Test versucht, beinahe zeitgleich mit der anderen Krokodil da loszufahren. Aber die zieht einfach viel zu schnell weg. Da komme ich nicht hinterher. Die hat einfach KI, Magic Power. Und der zweite Krokodil. Was ich sehr schade finde, ist, es gibt für den Train Simulator die CE56. Die 2978 und die 2969. Die sieht auch vom Modell her ziemlich okay aus. Aber soundtechnisch unglaublich schlecht. Das sind irgendwie so die DS-Stock-Dampflok-Sounds. Das ist ein mega Downer. Boah, das ist Bremsgeräusch. Ich habe sie mir zwar geholt, weil sie für eine Fahrdienstpaket braucht, und zwar ist es eine TTE-Variante, also TEE, wo sie mit dabei ist. Da wird sie, glaube ich, gezogen. Ich glaube, das ist 34? Bin mir gar nicht sicher. Gleis 3303. Schon wieder falsche Nummer. Ja, der RB Enhancer ist manchmal nur bedingt sehr gut. Aber ich glaube eben, da kann der RB-Enhancer nichts dafür, sondern das vermutlich hier einfach in der Szenerie falsch beschriftet.
ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen und uns hier von das erstes. Und da zieht sie auch schon weg. Und schaut euch das an. Wie schnell die wegziehen. Naja, egal. Kann man einholen. Also wenn dann Oldenbären mal draußen ist, dann haben wir da auf alle Fälle nochmal mit der Krokodil eine Sonderfahrt machen. Oder mit der grauen Maus. Ja, aber vielleicht eben mit der grauen Maus, da sind wir ein bisschen schneller. Ram E habe ich mir auch überlegt, den habe ich auch von Simtrain. Beziehungsweise war es bei der Grenzlandbahn mit dabei. Aber da ist der Ton noch viel, viel schlimmer. Hallo Leute, habt ihr Spaß? Hat man nicht jeden Tag so eine Parallelfahrt mit drei Krokodilen? Wagen sind texturtechnisch auch okay, nur innen ein bisschen mau. Na, er raucht hier erstmal, geil. Gepäckwagen. Ja, da haben wir wieder unsere Schönheiten. So cool, ich feiere das echt. So, sind wir ja beinahe auf gleicher Geschwindigkeit. Nice. Was ein geiles Fotomotiv. Ja, wir werden jetzt immer mal so ein bisschen nach vorn gehen, dann wieder nach hinten. Solange wir den Spaß hier noch haben. Ah, und wieder keine anständige Panorama-Cam. Ich möchte die auf der Seite haben. Und das muss man hier manuell machen. So, ich glaube, hier ist soweit gut. Hammer geil. Ja, doch, das macht Laune. Jetzt könnte man sich einen Kaffee rüberreichen. Aber ich glaube, der Fahrdienstleiter hätte jetzt nicht so viel Spaß dabei. Wenn so alle beiden Gleise blockiert sind und maximal 65 ist. Es wäre halt auch mal was für ein Train Driver 2. Dass man sich da irgendwie mit einem anderen Fahrdienstleiter das ausschnappt, dass man eine Parallelausfahrt macht. Und parallel wieder ankommt. Gut, beim Szeneriewechsel könnte es ein bisschen kritisch werden, dass man dann zeitgleich auftaucht. Aber eine coole Sache. Hier auf jeden Fall machbar. Fast perfekt daneben. Es müsste einfach noch das Fahrgeräusch geiler sein und dann wäre es 1A. Dann glaube ich, wäre es meine Lok Nummer 1 hier. Immer von oben. Macht's doch mal die Ansicht ein bisschen mehr von der Seite. Gehen wir hier mal nach der Brücke mal rein. So wieder. Das kann ich dann gleich mal nutzen für einen Screenshot. Nice. Vorgezogen, aber ja.
gebe halt de facto überhaupt kein Gas. Ich lasse mich einfach nur rollen. Ja, dann war noch kaum langsamer. Na, werden wir ein bisschen nachhelfen hier. Warum ist die jetzt abgegangen? So, aber der Alarm wird gleich nochmal abgehen. Denn das linke Gleis wird blockiert sein. Und dann werden uns die zwei Krokodile hier überholen. Ah, schön, das ist einfach das Triebwerk. Ja, cool. Hinten drin ist auch noch ein Loch für da. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn sie die Krokodile in Doppeltraktion fahren, braucht es dann in jeder Krokodile einen Lokführer oder kann die zweite Krokodile von der ersten ferngesteuert werden? Ich vermute mal, dass es überall einen Lokführer braucht. Würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich kann mich da einfach nicht satt sehen. So, wir werden noch mal ein bisschen aufholen. Solange wir noch die Zeit dafür haben. Ja, braucht ein bisschen mehr Schmackes. Ja, langsam geht's. Ah, so in der Kufe, wenn sie in der Schräglage sind. Ah, da können die Fotos ohne Ende machen. So, halt erwarten. Jetzt kommen wir zu der Stelle, die ich erwähnt habe. Wollen wir mal schauen, dass wir da nicht über Rot drüber schießen. Wäre nicht mein erstes Mal. Eigentlich diese Sache mitkriegt mit den ICE in Wolfsburg. Ich habe das bei dem Eisenbahner gesehen. Ist so geil, dass er die ICEs einfach immer wieder nicht halten. Ich glaube jetzt 8 Mal ist das jetzt schon passiert. Und tschüss Krokodile. Bis bald. Darf leider nicht mitfahren. Doch nicht. Aber der Eisenbahner hat dann noch ein Video rausgebracht dazu. Das habe ich mir heute angesehen. Und es ist halt wohl so, dass irgendwie nur jeder zweite, glaube ich, in Wolfsburg hält. Und die Ursache manchmal ist, dass das schon gut sein kann, dass man zum Beispiel den falschen Fahrplan geladen hat oder so. Ja, da rasch mal einfach durch. Ich stell mir das von der Ansage her so witzig vor. Und auf Gleis 1 fährt ein der IC. Wupp, doch nicht. Sedele. Unser rotes Signal. Da werden wir dann auch erstmal einen kleinen Moment hier stehen. Dürfte auch nicht lange dauern, bis die Ansage vom RB-Enhancer kommt. Da seht's, die wechseln da auf rechts rein. Weil auf links, da steht was. Gestoppt. Bitte versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, die Türen zu öffnen und bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ist schon ein schönes Detail, dass das dann kommt, wenn man ihn einfach mal so angehalten hat. Ja, aber basically müssen wir jetzt warten, bis der da unten weggefahren ist. Beziehungsweise bis die Krokodil ein bisschen Abstand gemacht hat. Und hier im Szenario ist es so, der da unten fährt jetzt gleich an uns vorbei. Und dann fährt der Zug da zu unserer Linken auch noch aus. Fährt dann aber auf der linken Seite weiter, nicht vor uns. Und den werden wir dann gleich noch überholen. Aber ja, jetzt ist erstmal Däumchen drehen angesagt. Ich denke mal, das werde ich für euch mal kurz schneiden, damit ihr da nicht einfach wie ich da jetzt warten müssen, bis da was passiert. Also, wir sehen uns im Cut. Ja, und da hätten wir Zug Nummer 1. Tschüss, Sikowski, Kollege. Gute Fahrt. Mach keinen Blödsinn. So. Und Kollege Nummer 2 dürfte jetzt gleich mal die Ausfahrt kriegen. Aber auch der bleibt noch einen kleinen Moment stehen. Und vor allem muss da unten erstmal das Tor aufgehen und dann kann er raus. Auf das werde ich auch noch mal einen kleinen Cut machen. Braucht einen Moment. Und da geht der Alarm los und das Tor geht auf. Schönste Teil. Aber der erst durchgeht, obwohl das Tor jetzt dann schon offen ist. So, Tschüsskowski, Kollege. Ich hoffe, wir können es auch demnächst mal hier losfahren. So, Gleis sollte jetzt demnächst mal frei sein. So langsam sollte eigentlich ein Kollege gar nicht fahren. Ah, sieht schöner aus. Und wir haben die Ausfahrt. Nice. Na dann, das war mal los. Hä? Maximum Schmackes. Bis zum nächsten Bahnhof. Schauen wir mal, irgendwie eine schöne Ausfahrt hinkriegen. Auch wenn die Klingel da ein bisschen stört. Was eine Schönheit. Aber ja, das Manöver ist natürlich verständlich. Wir müssen ja immer nachher die Züge da irgendwie durchkriegen. Wir können da nicht von der ganzen Strecke da so parallel fahren. Also könnten schon, aber wäre dann doof für den anderen Reiseverkehr und Güterverkehr. Yo, ich glaube, hier wird man normalerweise keine Leute hören. Und wenn schon, dann habe ich Fragen im Gepäckwagen. Holy shit! Der ist aber knallhart vor uns drüber gefahren. Das ist gefährlich. Da würde ich vielleicht mal ein Patch rausbringen, dass das nicht geht. Aber Gott sei Dank gibt es hier keine Fahrzeugkollisionen. Also zumindest mit Autos nicht. Ja, schaut gut aus mit der Fahrt. Hier mal 3 oder 4 Kilometer sind es bis zum nächsten Bahnhof, wo wir hier noch anhalten müssen. Ja, und wer so ein bisschen auf die Krokodile steht und mit der ein paar Sonderfahrten machen möchte, den kann ich die Fahrzeit dann nur empfehlen. Szenarien sind dann teilweise
60 bis 80 Minuten lang und das ist unser Güterzug da unten. Wir werden heute aber nicht alles von dem Szenario erfahren, sprich, es ist noch ein Teilspoiler für euch. Wir sind jetzt hier eine halbe Stunde unterwegs und die restliche halbe Stunde, die dürft ihr dann eher für euch erleben, bis dann da noch weitergeht. Noise. Der ist schon wieder über den Bahnübergang hier. Das ist ärgerlich. Geht dezent ein bisschen nach. Nächster Halt, Burg Merzfeld. Ja, bei der Burg Merzfeld, das ist unsere Endhaltestelle für den Moment. Ah, da ist er ja. Ah, der muss anhalten. Ich frag mich wieso. Das Güterzuglokführer hat man schon kein leichtes Leben. Ciao, Kollege. Ich hätte gerne Parallelfahrt mit dir gemacht, aber Stillstand ist ein bisschen doof. Vielleicht war es das Ausgang, wenn ich ein bisschen schneller weggefahren wäre. Aber ich glaube nicht. KI zieht immer so schnell weg. Da bräuchte man vielleicht den Campli-Zug. Denn der startet wie eine Rakete. Da kommt direkt gleich schnell mit die KI. Aber auch das, ne? Da haben sie halt kein Patch rausgebracht. Oder sind sie da irgendwie zu gut, dass sie sagen, ja. Man tut das vielleicht ein bisschen anpassen an die Standards. Echt schade. Haufen Geld dafür verlangen, aber dann halt irgendwie nicht nachbessern. Da kann man halt sich den Ruf auch ein bisschen kaputt machen, wenn dann irgendwie grundsätzlich die ganzen Add-ons eine schlechte Qualität haben. Oder einfach nicht mehr den aktuellen Standard entspricht. Okay, da sind wir ja. Und das war's mit diesem kleinen Abenteuer. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Es war absolut ein Fest, das hier zu fahren. Und ich fahre für mich noch ein bisschen weiter. Und ich empfehle euch, macht es auch. Ist ein schönes Fahrpaket hier. Also, bis denn dann. Gute Fahrt. Und wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.